Freunde, ich bin richtig hyped, denn heute werde ich mit Maurice zusammen durch Düsseldorf fahren und jede Menge Abenteuer erleben. Ich sag euch, das wird richtig eskalieren, denn der Typ hat eine absolute Schraube locker. Hallo Maurice. Hallo. Wie geht's dir? Sehr gut, was heißt? Auch gut. Mhm. Erleben wir heute ein paar Abenteuer zusammen. Was hast du denn deine KTM gelassen? Das ist auch eine KTM. Das ist eine KTM? Das ist eine KTM, mein Gott. Was für ein Modell? Das ist eine 96. Fantastisch. Schauen wir mal. Komm jetzt! Was ist das für ein Kabelbinder? Das ist ein Pendel und das schlägt aus, wenn sich Motorradfahrer in der Nähe befinden, die ihr Fahrzeug nicht unter Kontrolle haben. Also Maurice, ich dachte, heute bei diesem wunderschönen Wetter fahren wir nicht nur eine Runde durch Düsseldorf, sondern wir fahren spontan zu Ducati und schauen mal, ob wir uns da zwei Bikes leihen können. Das ist eine geile Idee, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ja, ich weiß, ich habe immer gute Ideen parat. Aber das Problem ist, wir sind ziemlich unprofessionell unterwegs. Was denkst du, wie stehen die Chancen, dass wir da wirklich zwei Ducatis für eine Probefahrt bekommen? 50-50. Ich rechne eher so mit 90-10. Real Talk, wenn ich ein Ducati-Händler wäre, ich würde uns beiden auf jeden Fall keine Karre für eine Probefahrt geben. Also wenn man mal ehrlich ist, wird damit schon auch normal fahren. Ich glaube, wir machen nur nicht diesen super seriösen Eindruck. Verstehe ich wirklich nicht, warum wir keinen seriösen Eindruck machen. Weiß ich auch nicht. Also wenn du auswählen könntest, welche Ducati würdest du heute fahren wollen? V4. Bescheiden, finde ich gut. Ich bin immer ein Fan davon, kleine Brötchen zu backen. Erst kleine Brötchen backen und dann große Brötchen backen. Guck mal, der Rollerfahrer, guck mal, Alter. Digga, er hat mir einfach die Vorfahrt genommen. Nein, du hast ein Vorfahrt-Gewehrenschild. Hä, nein, da war eine Rakete. Nee, da war keine Rakete. Ich schwöre dir, da ist eine Rakete. Hä? So, pass auf, komm, ich zeig dir jetzt die Rakete. Wo ist die Rakete, David? Guck, da ist ein Schild. Muss Vorfahrt gewähren. Ach, guck mal. Hier ist die Rakete und dann kommt... Ja, jetzt, boah, da muss ich mich gerade mal entschuldigen. Das tut mir echt leid. Man checkt das nicht, weil das innerhalb von 2 Metern 5 Spuren sind. Junge, da musst du ja mit 1 km/h drüber rollen oder anhalten, um zu verstehen, welches Schild für was ist. Hallo, ich bin David und das ist Maurice. Wir hätten ganz gerne 2 Ducatis für eine Probefahrt. Stell dir mal vor, du bist so ein Ducati-Händler. Seit 30 Jahren hast du deinen Laden und da kommen da so 2 Deppen rein. Mit Straßenschuhen, Skinny Jeans, Pullover und dann sagen die 2 Deppen, ja, wir machen das beruflich hier. Lassen Sie mal uns hier 2 Dinger fahren. Vor allem jetzt mit Crosshelm. Oh, das ist eine schlechte Idee. Crosshelm und Supersportler, da habe ich schon sehr, sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Fahren auf der rechten Seite. Brauchen wir wieder ein geiles Thumbnail. Ja, ich will auch mal ein geiles Thumbnail jetzt. Komm, jetzt bist du mal dran. Ich hab's zuerst gesagt. Du warst schon die letzten 10 Male. Hey! Irgendwo hier ist das. David, ich hab die Idee. Ich hab die Idee, okay? Hören Sie mir zu? Ich höre dir zu. Okay, wir gehen da rein und wir gucken einfach nur mal die Bikes an. Wir halten uns so ein bisschen hier, zeigen mal so mit dem Finger auf irgendein unnötiges Bauteil, sprechen dann wieder, bis ein Verkäufer zu uns kommt. Quatsch ein bisschen mit dem. Dann irgendwann droppen wir einfach mal, können wir da vielleicht mal eine Probefahrt machen? Ah, du willst es so passiv einschleichen. Ja, ja. Du bist ein richtiger Fuchs. Ich identifiziere mich als Fuchs. Hallo. Servus. Mhm. Schick, schick. Mhm. Und da? Mhm. Damit ist doch Sören nach Dings gefahren. Ja, stimmt. Muss ich ja sagen, finde ich brutal hässlich. Das sieht mir zu tourenmäßig aus. Soll ich mal was sagen? In Österreich gibt es gewisse Pässe, da sind wir schon durchgefahren. Darf man jetzt mit dem Motorrad nicht mehr fahren. Die Polizei in Österreich auch nicht mehr, weil die damit unterwegs sind und die ist zu laut. Und jetzt gerade darfst du alles hier fahren, ja? Die A290 dBA und die V295 dBA. Aber hat denn jetzt hier zum Beispiel die Hypermotor auch so eine Klappenauspuffanlage oder ist das... Dritter Gang 50 km/h, geht die Klappe zu. Ah, okay. Hier die Street Fighter V4S. Hammer, 9,5 Zoll, 8 PS bei 1100 Kubik. 208 PS hat die? Ja. Alter, was? Ist ja komplett geisteskrank. Das ist jetzt ein Kundenfahrzeug oder warum hat die ein Kennzeichen dran? Das ist ein Vorführfahrzeug von uns. Ein Vorführfahrzeug? Das heißt? Ja, kann bald Probefahrt mitgemacht werden. Echt? Und wer fährt die so Probe? Jeder, der irgendwie Interesse an diesem Fahrzeug hat. Ne? Ich habe jetzt jung, alt, alles dabei. Was muss man da machen? Termin vereinbaren. Dann kannst du 2 Stunden das Ding Probe fahren. Ja, die müssen noch einfahren. Die muss noch eingefahren werden? Ja. Wir haben sozusagen schon die Zusage für eine Probefahrt. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, mein Plan hier, der ist doch aufgegangen, oder? Zum Glück hast du das ja erwähnt mit den Fahrverboten und so. Und dann zack, kam die Konversation und direkt... Geschenkt eingefädelt, Junge. Richtige Manipulation am Start hier. Ich habe das Gefühl, wir sind jetzt schon beste Freunde hier mit Ducati Düsseldorf. Guck
Guck mal, der hat genauso ein Kuchenblech wie du an seinem Moped. Ja, wirklich. Hä? Da ist einfach eine Zigarette ausgedrückt auf seinem Kofferhalter. Der hat die ausgemacht und dann später holt er die wieder raus und dann wird die angezündet. Erstmal Lungenbrötchen. Sagt er, wenn Julian das Video sieht, dann will der auch so einen Zigarettenhalter haben. Habibi! Habibi! Schön, dich zu sehen. Ja, es freut mich, dich zu sehen. Jetzt kann der Abend nur grandios werden. Der wird gottlos. Was geht ab, was geht ab? Fahren wir ein bisschen Moped. Zünden wir einen Tornado. Steiler, steiler, steiler! Oh. Oh. Ja, die Rasselbande komplett, Junge! So, wer von euch macht jetzt hier einmal ein Wheelie mit der Gas-Gas? Boah, ja komm, ich opfer mich. Ich find's so schrecklich, mit dem Teil zu fahren, aber ich mach das jetzt. Nur weil du dir das wünschst, Maurice, okay? Ja, ich will sehen, wie du damit jetzt Circles machst. Ey, pass auf, wir haben heute was gesehen, Julian. Oh ja. Du wirst dir denken, das will ich kaufen, dieses Gadget. Und zwar, da war ein Motorradfahrer, der hatte einfach einen Kippenträger. Und dann kann er die, wenn er absteigt, direkt rausnehmen und schön Lungenbrötchen. Doch, frag Maurice. Ja, das brauchst du, Julian. 100%. Wo krieg ich das her? Das wäre echt krass. Damit die Lungenbrötchen noch schneller reinkommen können. Ich mach dir was fertig aus dem 3D-Drucker. Boah, leck mich! Jetzt ist vorbei hier! Die Dreckskarre! David, das wäre der perfekte Zeitpunkt, um eine zu rauchen. Ah, hier bist du voll die Stacheln! Oh. Was war das denn? Junge, das hat voll gepiekst! Ja, Jungs, wo fahren wir jetzt lang? Gibt's eine Route rechts rum? Also, ich muss auf jeden Fall mal tanken. Oh. Was mit dem Flughafen? Das ist weit weg. Das ist echt weit weg. An der Kippe könnte ich jetzt echt besser überlegen. Sollen wir mal das pinke Gebäude mal abchecken? Was für ein Gebäude? Ich glaube, das ist eine Autoverlierung. Guck mal, da sind so Gitterstäbe. Das sieht ja schrecklich aus. Langes Frühstück von 11 bis 14 Uhr. Inklusive Spaß. Tornado. 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 Hey, ins Gebäude rein. Puff-Tornado. Hallo? Boah, was ist das denn für ein Echo? Ich kam mir vor wie aus so einem Trip. Ja. Es ist gerade, als wäre ich so wach geworden. Gerade, ne? Ja! Junge, was denken sich die Außenstehenden? Da sind drei, als hätten mich gekifft, die fahren Motorrad. Vor allem, die hören ja das Echo nicht und dann so. Wie so eine Sekte im Kreis. Überleg mal. An irgendeinem Rastfeld. Das war ein fucking Trip. Leute, wir kommen zurück zur Realität. Wir fahren jetzt los. Alles kaputt. Oh Gott. Alter, es sind so viele Fliegeviecher hier, das gibt's nicht. Ich hab ein Tier im Helm. Ich glaub, du hast einen am Helm. Ah, Junge, was fliegt der alles an? Oh Gott, Alter, oh Gott. Oh Gott, was passiert denn hier? Ach. Er hat was im Helm. Ach du Scheiße. No Helm, no Respect. Tritt ihn runter. Junge, was ist denn mit Maurice los? Der dreht ja komplett durch. Zeig den Mädels mal, wo der Wheelie hängt hier. Bida-papada-bom, 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 bida-papada-bom. Es war sehr schön, die Laune war okay. Leute, nicht so cool diesmal, aber die Raucherpause wurde akzeptiert. Eine Steigerung. Ich bin stolz auf euch. Weißt du, danke. Julian, die Gruppe ist immer nur so stark wie das schwächste Glied. Und das ist in dem Fall.